Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA Mobile 22 Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Und ja, Freunde, morgen Donnerstag 20.30 Uhr, nächster FIFA Mobile Livestream. Endlich wieder ein Stream nach einer Woche Pause. Geht's wieder ab, Freunde. Und es wird auch ein richtig, richtig geiler Stream, weil wir ja zwei neue Events bekommen. Hatte ich ja gestern schon mal im Video angesprochen. Und da ist es dann morgen soweit um 21 Uhr. Zur Aktualisierung kriegen wir ein neues Shop-Pack-Event und ein neues Side-Event, also so ein richtiges Event, so wie das Champions League-Event. Und da hat EA jetzt auch das Card-Design veröffentlicht, Freunde, von diesem Side-Event, des Prime Heroes-Event, so wird es heißen. Also so hat es EA jetzt auf Instagram und Twitter geschrieben, dass es so heißen soll. Mal gucken, wie es dann am Ende dann richtig heißen wird, weil einige meinten auch, das wird irgendwie ein bisschen anders. Ausgesprochen oder heißt anders, aber ich bin mal gespannt, Freunde. Ich bin mal gespannt. Wir werden es ja dann alles dann morgen sehen. Und ich würde sagen, ich blende euch jetzt erstmal hier das Design ein. Könnt ihr jetzt mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Also ich finde es schon ziemlich, ziemlich cool. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Auch die Animation dabei finde ich sehr, sehr gut. Also könnt ihr mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall auf morgen. Wie gesagt, Stream 20.30 Uhr und wird auf jeden Fall eine richtig, richtig geile Sache. Würde mich freuen, wenn ihr mit am Start seid. Pack Opening wird auch mit am Start sein. Und ja, aber wo Pack Opening, Freunde? Ich habe vor, heute auch nochmal so ein kleines Pack Opening zu machen. Wir werden uns Toni Rüdiger heute abholen können, endlich mal. Ich habe jetzt, glaube ich, genügend Punkte. Ja, genau, 3 von 3 habe ich. Sehr gut. Dann können wir uns den jetzt gleich abholen. Ich werde mir auf jeden Fall Rüdiger holen, weil er halt eben Road to the Final ist. Und weil er einfach geil ist. Toni Rüdiger ist einfach geil. Harry Kane ist auch nicht verkehrt, aber Toni Rüdiger. Allein weil er Road to the Final ist und weil er halt sein Guesswert steigen kann. Also ich denke mal schon, also ich gehe davon aus, dass Real Madrid ins Halbfinale einziehen wird, weil gut, gegen Chelsea sieht jetzt gut aus. Von daher, ist auf jeden Fall keine schlechte Entscheidung. Und ja, genau, dann wird er auf jeden Fall im Guest steigen. Und eventuell, muss man nochmal gucken, vielleicht sogar auch ein Spieler dann für meine Startelf. Müssen wir dann aber erstmal schauen. Und ich würde sagen, Freunde, wir gehen rein erstmal jetzt hier. Ups, nee, wollte ich nicht. Hier, 106 plus habe ich am Start. Habe ich wieder abgeschlossen. Und ich bin gespannt, was ich ziehe. Ist es wieder umtauschbar? Von daher ist es Umtauschfutter, sagen wir es mal so. Jetzt bin ich aber trotzdem gespannt, wen wir ziehen. Kamerun, Mandy von, wer ist das? Onana 107. Ist das Road to the Final? Das ist, glaube ich, Road to the Final, ne? Okay, cool. Haben wir hier Road to the Final gezogen? Ja, es ist Road to the Final. Inter Mailand. Wie steht es bei Inter nochmal? Wie war es nochmal bei Inter? Ah, genau, die haben 2-0 gewonnen gegen Benfica. Genau, okay, dann sieht es auch gut aus. Also heute spielen die auch im Rückspiel. By the way, heute auch Bayern, ne? Ja, ich sag mal so, Die Chancen stehen schlecht. Ich hoffe natürlich irgendwie, dass es Wunder passiert, aber es wird schon sehr, sehr schwer und auch sehr unrealistisch. Aber wie gesagt, ich hoffe es einfach mal und mal gucken, wie es heute Abend ausgeht. Auf jeden Fall, ja, Onana nehme ich mit, Road to the Final, sehr, sehr cool. Genau, und dann können wir jetzt hier nochmal in den Bonusfahrt gehen. Wir können, obwohl, wollen wir das morgen machen? Ja, komm, machen wir morgen, Freunde. Machen wir morgen. Dann können wir uns morgen... Hallo, ich kann mir nochmal Onana dann holen. Ja, moin. Zweimal Onana, das war's komplett. Ja gut, dann kann ich eigentlich einen auch in den Umtausch schauen. Dann sag ich, was ist. Es ist halt die Frage. 109. Ah nee, das war das nicht. Das war 108. Ne? Genau, 108 war das. Ja, habe ich jetzt genügend Spiel? Wen habe ich gerade gezogen? Ich glaube nicht ganz, dass ich da... Aber warte mal, wenn ich die Road to the Final Spieler rauslasse... Ja, fehlt mir einer. Gut, F. Egal, weil wie gesagt, genug an Onana will ich jetzt nicht reinhauen. Wegen Road to the Final. Naja, gut, ist dann halt so, ne? Ist dann halt so. Ich würde sagen, Freunde, let's go. Wir gehen rein. Holen uns jetzt Toni Rüdiger. Abfahrt, ich hab Bock. Let's go. Antonio Rüdiger wird sich jetzt hier geholt. Und Abfahrt. 109er ist auf jeden Fall gar nicht mal so verkehrt. 109er Antonio Rüdiger. Da ist er, Freunde. Boom, Junge. Da ist er. Let's go. Auch ein geiles Profil, also geiles Bild hat er da. Ah ja, Toni Rüdiger, geiler Mann. Er hat 20 Millionen, ne? Aber ist ja unverkäuflich. Und dann ja, als nächstes kann man sich dann noch Kane abholen. Ja gut, den könnte man dann zum Beispiel in den Umtausch hier rauen, in den 109er, glaube ich. War das...
Nee, sogar, das ist, ja, könnte man, aber man könnte ihn eigentlich rein theoretisch auch sogar hier in den hier reinhauen. Da hätte ich eigentlich auch mal Bock. Aber braucht man 6. Braucht man 6 Stück und das ist halt auch viel, ne? Ist halt auch viel, Freunde. Quest, das habe ich hier. Ah ja, Gott, kann ich mal machen. Kann ich nochmal hier schnell machen. Zack, zack. Dann kriegen wir uns hier nochmal schöne Punkte. Oder warte, ich hole mir doch, ne? Warte, wir gehen doch nochmal kurz rein wegen dem, wegen der Quest hier. Dann passt es doch eigentlich gut. Komm, dann öffnen wir ein Pünktchen, ein Bonusfahrtpunkt und dann haben wir hier die Quest auch abgeschlossen. Und dann kriegen wir hier nochmal die 5 plus die 15. Genau, sehr gut. Also hat sich doch nochmal hier super gelohnt. Und Freunde, ihr wisst es, nochmal einmal auf dem Markt nachschauen. Ne? Täglich grüßt das Moment hier. Wie sieht's aus? Gabi gibt es aktuell, okay. Oh, ich weiß nicht, ob ich mir Gabi vielleicht hole. Aber auf den Geldmüller hätte ich schon ziemlich Bock. Habe ich, sage ich auch schon lange. Ah, aber ich hoffe halt, dass er wieder ein bisschen sinkt. Weil 150 Millionen sind halt schon nicht ohne, sage ich mal so, Freunde. Ja, mal gucken. Vielleicht machen wir da morgen was im Stream. Ja, wenn sich halt ergibt, aber naja, mal gucken. Wie gesagt, wir kriegen ja ein neues Side-Event. Vielleicht verändert das so ein bisschen den Markt nochmal. Unser Shop-Pack-Event ja auch. Vielleicht ja, verändert das nochmal ein bisschen. Und dann, ja, muss ich schauen, ob das was ergibt. Wenn ja, dann schlage ich eventuell sogar zu. Wenn nicht, dann halt müssen wir noch ein bisschen warten, ne? Ist aber auch kein Problem, Freunde. Ich würde sagen, das gewinnt mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da. Und dann sehen wir uns morgen in alter Frische wieder, Freunde. Macht's gut, bis morgen, haut rein und ciao.